Herr Parteitagspräsident, liebe Annegret, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unsere Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute Morgen eine kämpferische und eine mutige und nach vorn zeigende Rede gehalten. Und dafür sind wir ihr alle wirklich richtig dankbar. Da haben auch kritische Töne nicht gefehlt. Und ich habe auch vor 3 Wochen das Erscheinungsbild der Bundesregierung scharf kritisiert. Ich habe dafür viel Zustimmung bekommen, aber auch manches an Kritik. Die Kritik, die mich am meisten nicht nur erreicht, sondern auch getroffen hat, war: Jetzt werdet ihr wie die SPD. Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, wir werden nicht wie die SPD. Wir dürfen auch nicht wie die SPD werden. Die SPD wählt in der nächsten Woche ihren neuen ehemaligen Parteivorsitzenden. Der einzige Unterschied ist, in der langen Ahnengalerie der Vorsitzenden kommt nicht ein Bild, sondern 2. Alles andere wird bei dieser Partei so weitergehen. Sie wählen und am Montag drauf geht die Kritik am neu gewählten Vorsitzenden und seiner Co-Vorsitzenden wieder los. Das ist der Unterschied zwischen uns und den Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal. Und wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung, die wir seit über 50 Jahren tragen. Und das waren gute Jahre für Deutschland. Wir haben hier in Leipzig im Jahr 2003, und darauf ist hingewiesen worden, schon einmal einen Parteitag gehabt. Ja, wir waren in der Opposition und haben ein mutiges Programm entwickelt. Ich habe damals auch hier gestanden und gesprochen, und mir ist während meiner Rede das Beispiel mit dem Bierdeckel eingefallen. Das begleitet mich jetzt seit 16 Jahren. Es gibt schlimmere Schicksale, als von einem Bierdeckel begleitet zu werden. Aber ich stelle mir die Frage, warum ist eigentlich dieser Bierdeckel immer noch so populär? Ich habe eine Vermutung, nicht die Assoziation, die viele von Ihnen vielleicht haben, sondern ich habe eine Vermutung. Ich vermute, dass die Menschen, die das gut fanden, gesagt haben, da bringt mal jemand auf einen einfachen, verständlichen Nenner, was wir in einer komplexen Welt politisch wollen. Es war das Symbol für etwas Verständliches, für etwas Einfaches. Und wenn wir heute feststellen, liebe Freundinnen und Freunde, dass Vertrauen schwindet in die Institutionen und in die politischen Parteien, und diese Umfrage der letzten Woche ist hier ja schon 2-3 Mal zitiert worden, dann ist meine Antwort, wir müssen wieder die Fähigkeit besitzen, zu erklären, nicht zu simplifizieren, aber auf einen einfachen, verständlichen Nenner zu bringen, wo wir heute stehen, wo wir hinwollen und wie der Weg dorthin geht. Einfach und verständlich in einer komplexer und schwieriger werdenden Welt. Und ich sehe aus meiner Sicht 2 große Themen, die uns dazu geradezu einladen und verpflichten als christlich-demokratische Union. Das erste ist das Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Diese Welt wird risikoreicher, schwieriger, komplexer. Die NATO steht auf dem Prüfstand. Und ich will auch an dieser Stelle noch einmal sagen, ich bin unserer Parteivorsitzenden in ihrer Eigenschaft als Verteidigungsministerin ausgesprochen dankbar, dass sie den Mut gehabt hat, erste Vorschläge zu machen, wie Deutschland diese neue Verantwortung in Zukunft wahrnehmen will. Das waren erste Schritte, aber die haben gezeigt, dass wir wieder Mut haben können, solche Entscheidungen auch zu treffen. Welche Rolle will Deutschland spielen? Welche Verantwortung sind wir bereit zu übernehmen? Welche Führungsverantwortung ist Deutschland bereit zu übernehmen? In der Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik
Und diese Wirtschafts- und Finanzpolitik steht vermutlich in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, vor einer großen, vielleicht sogar vor ihrer größten Bewährungsprobe. Liebe Freundinnen und Freunde, täuschen wir uns da doch bitte nicht. Ja, Greenpeace kann das, denkt da, das C abmontieren. Das können die behalten und sollen die mit nach Hause nehmen und sich ins Wohnzimmer stellen. Da wird es segensreiche Wirkungen entfalten. Aber das, liebe Freundinnen und Freunde, das, was dahinter steht, das nehmen Sie uns nicht. Dass wir nämlich auch Wirtschafts- und Finanzpolitik aus einem Wertefundament heraus formulieren und gerade vor dem Hintergrund dieser geradezu dramatischen Entwicklung auf der Welt. Und bitte leugnet keiner, dass wir ein Problem haben. Wir haben ein sehr, sehr ernsthaftes Problem. Über die Ursachen und Kausalitäten kann man reden, aber wir haben ein Problem. Und dieses Problem müssen wir mit der Marktwirtschaft lösen und nicht ohne oder gar gegen sie. Und das wird die größte Aufgabe sein, vor der wir möglicherweise stehen werden. Und das ist die entscheidende Auseinandersetzung, die wir dann auch mit den Grünen suchen müssen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, natürlich sind da viele unterwegs, die am liebsten dieses Vehikel nehmen würden, um gleich die ganze Wirtschaftsordnung abzuschaffen. Und die Stimmen derer, die das wollen, werden ja laut und lauter. Wir wollen das nicht. Wir wollen mit dieser marktwirtschaftlichen Ordnung diese Herausforderung bestehen. Aber das wird schwierig. Das erfordert Mut zur Veränderung. Und Mut kommt von etwas zumuten. Wir werden der Bevölkerung etwas zumuten müssen. Wir müssen führen in dieser schwierigen politischen Zeit. Das geht auch nicht ohne oder gar gegen Europa. Das geht nur mit Europa und in der Europäischen Union. Und das geht, wie die CSU, wie ich finde, richtigerweise sagt, das geht nicht gegen die Bevölkerung, sondern das geht nur mit der Bevölkerung. Die Menschen sitzen nicht da und machen sich von morgens bis abends Gedanken darüber, ob nun tatsächlich oder vermeintlich die Welt endet. Die machen sich Gedanken darüber, wie der Monat endet für sie und ihre Familien. Stammt nicht von mir dieses Zitat, sondern aus einem Buch, bin zwar nicht promoviert, aber ich sage die Quelle trotzdem, von Jan Werner Müller, der gesagt hat, Furcht oder Freiheit ist die Frage, vor der wir stehen. Und das unterscheidet uns. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, unterscheidet uns auch von den Grünen. Ja, es ist eine wunderbare Sache, dass sich da viele junge Menschen wieder für Politik engagieren. Und Greta Thunberg ist eine beeindruckende Person. Aber wenn sie sagt, dass wir ihr die Jugend geraubt hätten, dann muss man ihr sagen, nein, ihr habt in der Generation die beste Jugend gehabt, die es jemals überhaupt in diesem Teil der Welt gegeben hat. Aber wenn das so bleiben soll, dass diese junge Generation auch in der nächsten und in der übernächsten Generation solche Chancen hat, dann müssen wir heute viel ändern, damit es morgen so bleibt. Und das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir stehen. Wir sind da in einem Prozess. Von diesem Parteitag wird jetzt auch in den Medien relativ viel erwartet. Nein, nicht dieser Parteitag wird die endgültigen Entscheidungen treffen, sondern in einem Jahr, nach einem weiteren Prozess des Nachdenkens, des Entscheidens, des Vorbereitens, auf diesen Parteitag dann im Jahr 2020, der diese entscheidenden Antworten geben muss. Wir sind am Anfang dieses Prozesses und ganz gewiss nicht am Ende. Wir müssen diesen Prozess mit glaubwürdigen Personen verbinden. Danke für die Hinweise, die von Jens Spahn, von Annegret Kramp-Karrenbauer kamen. Und wir müssen uns in dieser Breite der Partei aufstellen. Verantwortung übernehmen und Führung zu zeigen. Und liebe Freunde, erlauben Sie mir, dass ich ein ganz offenes Wort auch sage zu unserer Partei. Wir können draußen nicht über den Zusammenhalt der Gesellschaft sprechen, wenn wir in der Partei
den einen oder anderen oder gar ganze Gruppen ausgrenzen. Um es noch deutlicher zu sagen, solange sie auf dem Boden unseres Grundsatzprogramms stehen, haben sowohl die Werteunion als auch die Union der Mitte ihren Platz in der Union. Und das Allerbeste wäre, wenn es solche Gruppen gar nicht geben müsste, dass sie nämlich alle in der Mitte der Union sind und mitarbeiten an den Themen, die wir für richtig halten und die wir erarbeiten. Meine Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Freunde, wir haben schwierige Zeiten. Aber wir müssen doch an die Erzählung des Kulturpessimismus und des Niedergangs eine andere Erzählung setzen, nämlich eine Erzählung der Zuversicht und des Optimismus und des Selbstvertrauens, dass wir die Probleme unserer Zeit lösen können. Und zu dieser Lösung gehört, dass wir nicht gegen Technologie, sondern mit Technologie diese Lösung suchen. Nicht gegen die Moderne, sondern mit der Moderne diese Wege aufzeigen und diese Wege suchen. Und dann, liebe Freundinnen und Freunde, will ich auch ganz ehrlich noch zu mir etwas sagen. Ich habe das bei der Jungen Union gesagt und wiederhole das hier heute. Ich habe da gesagt, wenn Sie wollen, dass ich dabei bin, dann bin ich dabei. Ich wiederhole das heute hier, aber mit beiden Teilen dieses Satzes. Und es geht nicht um mich oder gar noch um irgendwelche niederen Motive, die mir dabei unterstellt werden. Es geht darum, dass diese christlich-demokratische Union, die eine so große Verantwortung für dieses Land und für die Europäische Union hat, dass diese christlich-demokratische Union zusammen mit der CSU auch bereit und in der Lage ist, ihre Verantwortung für Deutschland in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, so erfolgreich zu führen und wahrzunehmen, wie wir das in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben. Darum geht es, dass wir zusammen das machen. Dafür stehe ich hier, dass wir gemeinsam diesen Erfolg für Deutschland und für Europa haben. Und ich finde, dafür lässt sich kämpfen, streiten. Dann müssen wir auch mal aushalten, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, aber nie zurückgerichtet, immer nach vorne ausgerichtet und mit dem klaren Willen, Verantwortung in Führung für dieses Land so zu übernehmen, dass die Menschen uns vertrauen, dass da nicht rechts und links alles stärker wird, sondern dass die Mitte wieder stärker wird und dass die Menschen sagen, ja, die führen spannende, manchmal auch kontroverse Diskussionen in ihren Reihen, aber alle zusammen eint, dass sie diese Verantwortung für Deutschland wahrnehmen wollen und die Menschen trauen uns das dann auch zu. Und diese Botschaft muss von Leipzig, so wie schon einmal 2003, auch im Jahr 2019 ausgehen. Und dafür stehe ich hier und dafür möchte ich mit Ihnen zusammen kämpfen. Herzlichen Dank. Applaus